Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Redezeit hier aus dem DK-Forum. Ja, ich selber bin ja immer wieder begeistert, welche tolle Stars wir hier aus der Region haben, die es zu weltweitem Erfolg geschafft haben. Wir haben Ihnen ja schon einige präsentiert. Und auch heute freue ich mich über zwei Musiker, die weltweit bekannt sind. Groove Coverage ist heute bei mir im Studio. Und ja, ich hoffe, dass nicht nur die Jüngeren unter Ihnen diese Musiker kennen. Sie sind der erfolgreichste Dance-Pop-Act in Deutschland. Sie covern Songs und das mit extremen Erfolg. Mit den Top-Hits Moonlight Shadow, God is a Girl oder Poisoned sind sie durchgestartet. Heute haben sie eine feste Größe in den internationalen Charts. Derzeit gibt es einen neuen Song von ihnen mit dem Titel Angeline und da wollen wir jetzt erstmal ganz kurz reinhören. Ja, wie man also hört, ein Song, der auch einmal mehr wieder mitreißt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die beiden Macher dieses Songs hier bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen an DJ Novus und Mel von Groove Coverage. Dankeschön. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Warum genau dieser Song? Vielleicht erstmal die Frage am Anfang. Das ist immer eine gute Frage, wird uns oft gestellt. Ja. Also sagen wir mal so, das sind unterschiedliche Situationen. Es passiert halt einfach, dass wir im Laufe des Lebens einfach mal Songs hören, die wir uns einfach nicht loslassen. Wo man wirklich oft auch jahrelang denkt, so, da müsste man mal irgendwann mal was draus machen. Und gerade jetzt auch Angeline, das ist halt was Besonderes, weil wer kommt schon auf die Idee, einen Schlager-Volkssong jetzt in so einem Dance-Pop-Gewand zu machen? Ist halt wirklich komplett was anderes und trotzdem hat es die Magie vom Original nicht verloren. Also, es ist immer also das ist ja, wollen wir es mal dazu sagen, es ist ja eigentlich von den Flippers ein Song, genau. Lotusblume. Ich meine, einige Zuschauer werden die Melodie wahrscheinlich jetzt auch wieder erkannt haben. Wie sieht es eigentlich damit so mit den Rechten aus? Fragt ihr da an bei den Flippers oder wie schaut das? Müsst ihr ja wahrscheinlich, richtig, aber richtig. Vielleicht für den Laien irgendwie ist das ja nicht so einfach zu verstehen. Wir werden oft darauf angesprochen, so habt ihr das einfach so gemacht, was sagt der Originalautor dazu? Natürlich musst du das in der heutigen Zeit abklären. Und ganz lustig, wir waren neulich bei einer großen TV-Produktion und dann kam ein etwas älterer Herr auf uns zu, hat uns die Hand gestreckt und meinte so, oh, ich muss schon sagen, also vielen, vielen Dank, was ihr aus meinem Song gemacht habt. Wir dann so, okay, meinem Song. Ja, ich habe den Song vor 18 Jahren geschrieben und ihr habt den halt wirklich jetzt für die jetzige Generation tanzbar überliefert. Und das ist dann schon so, wenn man dann mal hört, wie viele Millionen Platten der wirklich mal verkauft hat, ist das schon eine Ehre dann auch, wenn man hört, dass dem das auch gefällt. Das heißt, ich wollte gerade sagen, normalerweise erreicht ihr ja jetzt eigentlich eher ein jüngeres Publikum, oder? Aber jetzt mit sowas, wenn man jetzt so einen alten Flipper-Song nimmt, dann vielleicht doch. Witzigerweise, ich würde schon sagen, klar, der Großteil ist jung, aber witzigerweise ist es schon breit gefächert. Also es passiert nicht selten, dass wir Konzerte haben und dann sind auch mittleren Alters, auch im Alter von meiner Mama zum Beispiel, gerade die Leute, die zum Beispiel sagen, sie haben Preußen schon in ihrer Jugend gehört und finden uns immer noch toll. Ja gut, das in der Coverversion. Und querbeet uns gibt es ja auch schon ein paar Jahre und viele sind mit uns mitgewachsen, deswegen ist auch keine Seltenheit, also, dass die Fans auch ab 30 aufwärts sind und auch noch älter. Mhm. Und auch Kinder, also das ist wirklich erstaunlich, wie breit gefächert das Publikum ist. Aber wie kommt ihr denn da drauf? Also wie sucht ihr das jetzt aus? Ist es sowas selber aus dem Leben, wie du jetzt sagst, bei Preußen zum Beispiel, ja, das war ein Song, den hat man schon immer gehört irgendwie. Und da überlegt man sich dann und denkt sich, da könnte man vielleicht was anderes draus machen oder wie kommt es? Zum Beispiel, war ganz gut erklärt, also bei Coversongs natürlich, es gibt ja auch eigene komponierte Nummern von uns, es sind oft Situationen aus dem Leben und bei Covers ist es oft, ich nenne es immer das magische Bauchgefühl. Man hört einen Song und denkt sich, das könnte echt was Tolles werden und was auch uns immer wichtig ist, es soll halt einerseits der Song sein, aber auch irgendwie wieder was ganz was anderes. Das ist das, was es faszinierend macht. Okay. Markus, dich. es ist ja so, dass ihr habt ja jetzt wirklich, sag ich mal, wirklich auch tolle Klassiker wie dieses Moonlight Shadow. Das war ja so euer größter Hit eigentlich am Anfang von Mike Oldfield. Es gibt viele Kritiker, die sagen, naja, jetzt machen die diese tollen Klassiker kaputt. Was sagt ihr denn zu denen? Also die erste Antwort ist eigentlich dann immer, hast du das Original zu Hause stehen? Und dann sagen die meisten, nee, kannte ich nicht, tut mir leid. Und das ist immer das, also die Kritik an sich lässt man natürlich auch gelten und nimmt man sich auch zu Herzen. Ja, aber viele sagen ja keine eigene Leistung und so und der kann man ja gut, also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei dem Lotusblumen-Thema schon so eine eigene Leistung, den Text komplett neu ins Englische zu schreiben, sich nur an der Melodie eigentlich zu bedienen und das vom kompletten Arrangement komplett umzusetzen für die heutige Zeit auch. Also da ist schon so, wenn ich jetzt natürlich hergehe und einen Song 1:1 zu covern, das ist natürlich in der heutigen Zeit jetzt ein bisschen, sehen wir selber auch so. Also Moonlight Shadow 2012 wird es wahrscheinlich von uns nicht geben. Nee. Okay, jetzt seid ihr ja wirklich, also ich habe da versucht mal ein bisschen einzulesen, ihr wisst es ja weitaus besser, was ja schon alles, wie erfolgreich ihr schon wart. Also ich fange jetzt mal an, nur so ein bisschen was zu sagen, damit die Zuschauer noch ein bisschen Ahnung haben, mit 11 Singles in den deutschen Top 50, oder? Ist richtig? 3 Alben und über 5 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, allein 2 Millionen in China. China ist ja, glaube ich, auch so eine größte Fanhochburg.
Wie ist das denn? Habt ihr das eigentlich, also ich meine, ihr seid ja seit relativ vielen Jahren, seid ihr eigentlich erfolgreich? Wie geht man damit um? Das ist ganz lustig. Also man wird oftmals ja eigentlich nur ins kalte Wasser geworfen. Eure Nummern laufen ganz gut in Asien, geht da mal auf Tour. Dann kommst du in China an, dann stehen da am Flughafen plötzlich 200 Leute mit Blumensträußen in der Hand und jeder will ein Interview von dir. Dann fragst du so, okay, so ein bisschen erfolgreich, deutet jetzt schon auf mehr hin. Auf einmal sitzt du dann so bei einer so großen TV-Produktion wie Wetten, dass in China und hörst dann, du bist der erste Deutsche, der hier überhaupt eingeladen ist. Das realisierst du erst Jahre später. Also wir verarbeiten jetzt gerade so irgendwie so die letzten 10 Jahre erstmal so langsam. Gerade diese Wetten, dass Geschichte, die war ja Wahnsinn eigentlich, oder? Absolut, absolut. Also wenn man sich das mal in Zahlen über die Zunge gehen lässt, 580 Millionen Einschaltquote. Also ich war da richtig nervös. Da kann ein Gottschalk hier nicht mithalten, das ist klar. Und es ist halt auch so Sachen, also da lernt man halt auch als Mensch oder bildet sich als Mensch auch weiter oder macht sich halt selber auch so Gedanken drüber. Ich meine, das kann man noch den Kindern erzählen, das ist halt eine ganz andere Hausnummer, wie jetzt in Deutschland eine Top Ten oder so. Also das ist schon was, was einen da stolz macht, wenn man eben weiß, dass man jetzt als erster Deutscher dort überhaupt mal die Ehre hat, dort sein zu dürfen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Chinesen, sind es andere Fans, sag ich mal, wie die deutschen Fans oder sind die irgendwie anders oder wie ist das? Im Grunde sagen wir dann schon immer, irgendwie sind sie ja doch immer gleich, aber ja, die Chinesen sind schon sehr, wie sagt man, sehr speziell. Also das ist auch immer alles sehr pompös, wenn man darüber kommt, die TV-Shows, das ist Wahnsinn. Sie sind sehr herzlich, sehr offen, mit vielen Geschenken und das ist schon toll, aber im Grunde darf man da eigentlich keine Unterschiede machen. Ich glaube, in dem Moment, wo die Musik im Club läuft und man auf der Bühne steht, ist es dann doch wieder dasselbe Feeling. Einzig, man hatte so immer das Gefühl, die dürfen noch nicht so, wie sie eigentlich wollen. Also in Deutschland darfst du ja mittlerweile alles machen und in China ist es schon so, dass da überall nur die Hand des Staates drüber wacht, was da genau passiert. So wie bei uns, also Wetten, dass ist bei uns live. In China zum Beispiel ist das eine Minute Zeit verzögert mit dem Buzzer, wenn es wirklich ist. Also wenn wir jetzt irgendwas gegen das Regime da vorbringen hätten wollen, dann zack, wären wir rausgewiesen. Ah, okay, das ist ja auch interessant. Das heißt, wird eigentlich alles kontrolliert, oder? Jedes Wort, jeder Satz? Absolut. Ja. Okay, wisst ihr das noch? Ist da bei euch mal was im Kopf? Was irgendwie? Nee, also das war ja auch ganz klar im Vorfeld abgesteckt, was dürft ihr sagen, was dürft ihr nicht sagen. Okay. Und das war halt dann so, dass man dann nach 14 Tagen Kommunismus wirklich gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ich will wieder nach Hause nach Bayern. Also man kann nicht sagen, also sie sind sehr gastfreundlich, aber das ist halt schon so ein kleiner Faderbeigeschmack, der dann dabei ist, wenn man halt auch nicht ganz frei ist. Und ich habe gelesen, das fand ich auch irgendwie total lustig, es gibt eine nette Anekdote von dem Hotelzimmer. Oh. Oder? Ja, also wo hast du das gelesen? Gut recherchiert. Sehr gut recherchiert. Das ist total lustig. Ich wollte dich nochmal danach fragen. Absolut, absolut. Also es war dann irgendwie eines Abends, auf einmal klopfte es bei unserem Hotelzimmer, also bei mir im Hotelzimmerfenster, Feuerwehrleiter, ich glaube, also 20. Stock. Und da standen dann so eine Handvoll chinesischer Fans, die klopften dann und meinten, hello, Mr. Groove, where is Miss Coverage? Und die wollten halt dann ein Autogramm von uns. Also okay, das war dann schon sehr, also die sind schon auch durcheinander gebracht. Aber gut, egal. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ihr seid wirklich so viel unterwegs auf der ganzen Welt, kommt eure Musik an, ja, ist wirklich absolut beliebt. Wie hat das denn so ein bisschen euer Leben verändert, vor allem jetzt von dir auch, Markus? Verändert eigentlich gar nicht. Also man ist mit dem Ganzen gewachsen. Wir sind ja da reingewachsen im Vergleich zu einem heutigen DSDS-Star, der von heute auf morgen überall hingeschoben wird und dann nach einem Jahr in ein Loch fällt, weil er einfach wieder weggeworfen wird. Also wir sind da selber reingewachsen. Also ich habe als kleiner DJ angefangen. Da hat man natürlich auch so die ersten großen Leute dann da. Da schaut man sich so ein bisschen das Positive wie auch das Negative an und sagt sich, okay, so möchte ich es nicht haben oder so. Könnte ich mir meinen Weg mal vorstellen. Da ist man dann schon ein bisschen gewappnet gegen die ganze Medienwelt, die natürlich auf einen da erstmal einbricht. Aber so an sich, also ich höre da immer in meinem privaten Umfeld dann rein, was die mir sagen, du, da hast du dich jetzt ein bisschen verändert oder da oder wie oder was. Aber man ist schon geerdet durch das private Umfeld auf alle Fälle. Genau, also es ist nicht einfach so, man wird reingeworfen, wie du gerade gesagt hast. Wir haben ja hier zum Beispiel auch aus der Region ein Mädel, die hat bei Supertalent mitgemacht, das ist ja auch bekannt irgendwie. Und da ist ja dann doch immer die Gefahr, dass man wirklich, dass es zu schnell geht und man eigentlich wie nicht bei euch, ja, ihr seid gewachsen, Step by Step. Richtig. Und wir haben halt immer für uns selber entschieden, was können wir vertreten, was nicht. Also zum Beispiel ist vor Jahren mal eine große Jugendzeitung auf uns zukommen und hat gemeint, wir würden gerne über euch schreiben,
aber wir lassen uns jetzt das und das einfallen. Und das war einfach, die Story war dann zu hart, dass wir gesagt haben, nö, wir wollen so sein, wie wir sind. Und das ist wahrscheinlich auch das, warum die Leute uns über die mittlerweile ein Jahrzehnt so treu geblieben sind. Okay. Du hast ja mit 19 eigentlich deine DJ-Karriere begonnen. Wolltest du, also du hast aber auch eine Ausbildung. Also es war ja nicht so, du hattest ja so ein bisschen nebenbei, hast du das alles gemacht, ja, oder? Ja, genau. Also das war so richtig der Hobby zum Beruf. Aha. Also ich habe ganz was Schräges gelernt. Ich habe Justizfachwirt gemacht. Okay, kann man sich jetzt bei dir nicht so vorstellen? Ja, gut, aber das ist wahrscheinlich das. Also deswegen bin ich auch wahrscheinlich so geerdet und so am Boden gehalten durch die ganzen Erfolge, weil ich halt auch weiß, wie die andere Seite ausschaut. Und dann hat sich das einfach irgendwann entwickelt, oder? Erzähl mal, wie das dann so gelaufen ist bei dir. Genau, also man wollte eigentlich nur Spaß machen, also Spaß an der Musik. Und irgendwann konnte man halt, aus Spaß wurde Ernst und aus Ernst wurde der Beruf. So, und ich bin auch nie reingegangen mit dem, ich will das jetzt mein Leben lang machen. Also das ist so, ich weiß auch, wie schnell das wieder vorbei sein kann. Und das hält einen wirklich dann schon am Boden auf. Und Novus? Wie kam das? Ja, ist eine lustige Geschichte. Also ich saß im Büro, brauchte für meinen ersten Flyer einen DJ-Namen und sind so hin und her gerissen gewesen und dann war so ein Tacker am Tisch. Und mein Kollege spielte so mit dem Tacker mit dem Finger und ich habe gesagt, pass auf, du tust dir weh. Er meinte, nein, er rutschte ab, tackerte sich rein und der Tacker hieß Novus. Hat auch Novus noch eine lateinische Bedeutung, das heißt neu. Das hat damals auch nur so ein bisschen zu der Musik so gepasst und deswegen eben Novus, genau. Okay, alles klar. Wir wollen gleich ein bisschen weitersprechen und natürlich wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Mel, machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Redezeit. Meine Gäste heute sind Groove Coverage. Ja, jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren. DJ Novus, beziehungsweise Markus, was ist dir eigentlich lieber, was man sagt? Ist Markus eigentlich. Markus, oder? Ja, DJ Novus ist Künstlername. Mel, bei dir passt es aber, oder? Ja. Mel ist Mel. Jetzt das wollen wir mal ein bisschen was über dich erfahren, Mel. Weil du hattest ja eigentlich, das finde ich ja eigentlich ganz süß, nicht so wie bei anderen Mädels, die mal Krankenschwester werden wollen oder keine Ahnung. Bei dir war klar, Sängerin. Immer schon, immer schon. Woher kam das? Einfach hat man so... Das war so, ich glaube, ich habe meinen ersten Auftritt hatte ich mit 4, da habe ich dann Blut geleckt, da hatte ich so einen Auftritt bei so einer Weihnachtsaufführung in der Kirche und habe einfach mal das Programm umgeschmissen und alle Hauptrollen übernommen und überall mitgesungen und das hat mir so gefallen und von da an war es halt große Liebe, immer schon gesungen. Okay. Also nicht unbedingt professionell, das hat halt angefangen dann in der Schule mit Chor, dann später kam Gesangsunterricht dazu, schon immer leidenschaftlicher Karaoke-Fan gewesen und überall mit vorne dabei. Und dann auch Gesangsausbildung macht, oder? Und das alles? Oder wie ist das? Genau. Ja, also klassischer Gesangsunterricht, Ausbildung an sich, das ist natürlich ein Studium, das geht über einen sehr langen Zeitraum. Aber ich habe schon jahrelang meine Stimme geschult. Was wichtig ist, auch klassisch, obwohl man es gar nicht denkt, selbst wenn man halt Popgesang machen will, ist es wichtig, dass man auch auf dem klassischen Bereich halt die Stimme schult. Mhm. Und dann gab es da so einen Abend, oder ich habe auch gelesen, Karaoke war für dich entscheidend, oder? Ja. Da lacht schon einer. Habe ich auch immer wieder auch viele Fans, die mir auch selber gerne singen, sage ich immer, geht Karaoke singen, weil ich kann nicht singen. Also ich kann jetzt da nicht mehr singen. Nicht wirklich? Ja, ab und an vielleicht? Nee. Ja, nee. Im betrunkenen Zustand vielleicht, wenn man es überhaupt sagen darf. Aber nee, also geht gar nicht. Aber gut, ist ja egal. Bei dir hat es funktioniert? Super spontan. Also ich wäre nie so ein Mensch, der sich irgendwo bei einem Casting-Geschichte bewerben würde, weil ich schon immer eher ein bisschen ruhiger und schüchterner war. Es war einfach ein spontaner Mädelsabend, Karaoke singen und in dem Moment saßen halt die Produzenten und haben gerade was getrunken und haben mich singen hören und mich angesprochen, ob ich halt Lust hätte, mal im Studio was zu singen. Produzenten in dem Fall? Markus? Genau, und einen Teil anderen, haben wir noch aus Ingolstadt auch hier. Wow, und da habt ihr euch gedacht, wow, die brauchen wir, oder wie? Genau. Okay, und es ging ja dann relativ schnell, du hast Moonlight Shadow einsingen dürfen. Wie war das denn? Erinnerst du dich dann noch dran? Sehr witzig. Am Anfang dachte ich, das ist ein Scherz. Und dann habe ich gedacht, okay, fahrst du doch hin. Ich habe ewig überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Und dann bin ich hingefahren, wir haben den Song aufgenommen. Mhm. Hat super viel Spaß gemacht, aber am Anfang hat man natürlich nicht gedacht, dass da jetzt irgendwie was draus wird. Klar. Und dann ging das aber super schnell, also innerhalb von Wochen wurde das dann gesigned beim großen Major-Label und von über Nacht eigentlich sind wir dann so erfolgreich geworden. Ist ja für dich eigentlich auch Wahnsinn dann gewesen, oder? Total, total. War ein großer Schock. Und in dem Moment war ich auch noch, im positiven Sinne natürlich. Ja, verstehe schon, klar. Ich war da noch gerade in der Familienplanung, war auch gerade schwanger mit dem zweiten Kind, also das ging einfach viel zu schnell und so unerwartet. Aber im Endeffekt bin ich natürlich froh, dass du gekommen bist. Also das ist meine Liebe, meine Leidenschaft, ich mache es unglaublich gerne. Und die 10 Jahre sind so schnell rumgegangen, es wären es eigentlich nur ein paar Monate gewesen. Weil man einfach jeden Tag genießt, wie er vorher schon gesagt hat. So soll es eigentlich sein, oder? Man genießt halt einfach, denkt sich, okay, diese Single, da nehmen wir jetzt alles mit und haben Spaß und Freude an der ganzen Geschichte. Das könnte ja auch irgendwie dann ganz schnell rum sein. Und so haben wir das immer gesehen. Nee, ist ja, glaube ich, im Musikbusiness auch nicht immer so einfach. Ja, natürlich. Ja, und ich glaube auch, so wenn man sieht, wie viele heute verbissen und verbittert,
arbeiten und die wollen das unbedingt. Und wenn du dich dann mit einem unterhältst und die zweite Frage ist, was kann ich da verdienen, dann sage ich zu ihm, lass gleich, weil das bringt nichts. Also wir haben das nie gemacht für die wirklich große Bühne. Wir wollten einmal zu Viva Club Rotation. Das haben wir dann 10-mal geschafft, glaube ich. Und das war einfach das, wir haben immer Spaß daran, an dem, wo wir machen. Und wir lassen uns da nicht irgendwie verbiegen oder irgendwo hindrängen oder so. Und das ist auch das, warum wir weiterhin, glaube ich, auch so erfolgreich sind. Ich glaube, die Leichtigkeit macht es, wenn man nicht zu verbissen ist. Kann man die noch immer so behalten, gerade wenn man dann immer höher steigt? Ja. Und dann doch, habt ihr nie Druck verspürt? Nie irgendwie? Absolut, eben, klar, natürlich. Deswegen. Druck aber trotzdem in dem Sinne, versucht man... Genau. Also genau. Druck in dem Sinn, dass es stressig ist natürlich. Aber ich glaube, das ist auch das, was einen dann auch ein bisschen ablenkt so von der ganzen Geschichte. Wie auch sagt, man verarbeitet später, was man so erlebt, weil der Stress in dem Moment oft hilfreich ist, dass man einfach konzentriert ist und seinen Job gut macht. Und aber im Großen und Ganzen waren wir da immer sehr, wie sagt man, die Leichtigkeit. Es hat halt einfach Spaß gemacht. Wir haben halt immer versucht, unser Hobby einfach so zum Beruf zu machen. Und ich glaube, das merkt man auch. Aber jetzt gerade diese Geschichte mit dem Songcovern ist ja doch was sage ich mal, also zu deiner Zeit damals war das ja sehr, sehr unüblich. Wie hast du dir eigentlich, also ich meine, wie kommt man denn da drauf zu sagen, wir covern jetzt diese Songs? Also es gibt so wie Mel auch vorher schon meinte, zu gewissen Songs so gewisse Geschichten. Also jetzt zu Poison zum Beispiel, wenn man so die üblichen Werbespots nachts um 2 Uhr sich reinzieht und auf einmal läuft ein Alice Cooper und man schläft mit Alice Cooper ein und wacht dann am nächsten Tag mit Alice Cooper auf und abends geht man wieder mit Alice Cooper ins Bett, dann ist das eigentlich so ein Zeichen, dass das so ein Teil ist, wo einen nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Und wenn man dann die zu der Zeit kannte Alice Cooper von den 16, 17, 18, 19 Jahren kein Mensch mehr. Und die meinten, das ist ein eingeschriebener Song und hören dann auf einmal, hey, da gibt es einen Originalinterpreten. Hey, der macht da auch vielleicht noch andere Sachen. Das inspiriert einen dann schon, klar. Und kommt ja auch entsprechend an. Jetzt ist ja so, Mel, wir waren ja eigentlich vorhin bei dir kurz stehen geblieben. Du hast ja erzählt, du hast eine Familie. Mhm, wie managst du das Ganze denn? Also kriegt man das alles unter den Hut, so Karriere und Familie, und wie haut das alles so hin? Also werde ich oft gefragt, ja, es geht, aber die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. Erstens mal Top-Familie im Hintergrund, die auch viel unterstützt. Gutes Time-Management, in dem, dass man sagt, man muss halt wirklich sagen, okay, da bin ich jetzt auf Tour und da muss ich mal ein paar Tage mir natürlich auch mal Auszeit nehmen für die Kinder. Ein super Team, auch was jetzt ihn angeht, die Produzenten, die sehr viel Verständnis haben. Wir haben auch oft mal nachts aufgenommen, damit ich tagsüber da bin. Gut schlafen, wenn man sehr viel schlafen will, das ist dann leider nicht möglich. Aber wenn das Team stimmt, und das Glück habe ich, Gott sei Dank, dann lässt sich alles machen. Das ist natürlich. Jetzt habt ihr ja noch eine zweite Sängerin, die macht ja auch einiges bei euch. Richtig. Genau, wie teilt ihr euch das auf oder wie läuft das dann? Wer entscheidet, wer welchen Song singt? Weil das ist ja doch dann immer jetzt... Das ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe erzählt, ich war schwanger und das war auch der Grund, warum wir auf jeden Fall auch eine zweite Sängerin mit ins Boot nehmen wollten von Anfang an. Weil es natürlich auch besser ist, wir haben ja auch sehr viel mit zweistimmigem Gesang gemacht und haben damals halt die Verena gefunden, durch einen Zufall. Die auch eine superklasse Sängerin ist. Und es hat auch ganz gut gepasst, weil aufgrund meiner Schwangerschaft konnte ich auch so Videos nicht mitdrehen, konnte nicht die Auftritte machen. Und für die ersten paar Monate hat sie das dann auch übernommen. Und jetzt ist es halt so, dass wir uns die Arbeit teilen, sprich ich singe die Lead Vocals. Sie macht sehr viel Background-Gesang, aber unter anderem ist sie auch im Produzententeam mit dabei, ist Songwriterin, ist eine richtige Allround-Musikerin und wertet das Team natürlich super auf, aber eher so im Hintergrund, was ihr auch lieber ist, weil sie so nach den 8 Monaten gesagt hat, hey, Wahnsinn, also es hat super Spaß gemacht, das ist echt toll. Aber ich glaube, ich möchte jetzt einfach nur 3 Monate durchschlafen, weil es einfach total müde war von dem Stress. Und was macht ihr denn mit euren Mädels, Markus? Ja. Man muss auch dazu sagen, dass sie sehr jung war. Also Verena war damals, glaube ich, gerade 18. 17, und, wow, okay. Ja, also fast noch ein Kind eigentlich und hatte also schon richtig, richtig Stress. Und wie gesagt, es hat ihr gefallen, aber sie war auch lieber dann so eher so im Hintergrund, so der kreative Teil. Okay. Was mich jetzt, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, irgendwie, wenn du hast ja eine sehr, ich weiß gar nicht, wie man diese Stimme beschreiben kann, vielleicht kannst du das besser, Markus, keine Ahnung, tief und... Ich weiß, was du meinst. Wie ist das denn, wird denn noch sehr viel verändert dann? Das interessiert die Leute ja auch immer für den Song, weil sehr viel mit Mischpult, immer wird ja viel immer gemacht. Ja, also natürlich wird ein Song bearbeitet, werden auch Vocals bearbeitet, also die werden nie Ruhe genommen, außer für Unplugged-Versionen. Aber das hält sich schon in so einem Rahmen, wo man sagt, es ist noch die Originalstimme, aber natürlich wird ein bisschen Hall untergelegt oder auch mal eine Strophe mal zweimal gesungen, bis halt alles passt. Aber jetzt, dass wir so großartig Computerstimmen draus basteln würden, machen wir nicht. Klar, mal für Remixe, für einen kurzen Effekt, aber im Endeffekt ist es natürlich schon so, die Stimme. Also wenn Mel bei Shows a cappella singt, dann erkennt man das auch und sagt nicht, wer ist das jetzt? Ja, okay, also. Alles klar.
Markus, es gab eine Zeit, da ging es euch mal nicht so gut. Ja? Ihr habt ja, seid ja irgendwie. Echt? Glaube ich schon, oder? Also es ging ja relativ immer bergauf eigentlich, aber ich glaube, es gab doch mal eine Zeit, wo es vielleicht mal nicht so gut lief, wo es auch mal ein bisschen eindrücklich gab oder wo es zumindest auch mal eine Pause gab. Wie war das für euch? Na, eine Pause das eigentlich. Das Interessante ist, die Pause wird immer so gesehen, weil wir mal 2-3 Jahre nicht released haben, aber das ist genau die Zeit gewesen, in der wir in Asien so groß auf Tour waren. Okay, dann erklärt es uns, genau. Klar. Also klar leben wir natürlich von einem Publikum, das immer mehr downloadet, illegalerweise. Das setzt natürlich die ganzen Verkaufszahlen mal stark nach unten. Klar. Deswegen ist man natürlich jetzt seit einer Plattenfirma auch mal eine gewisse Zeit unter Druck geraten, wie jeder andere auch. Und wir selber haben uns eigentlich nie so eine große Auszeit genommen. Es war halt einfach so, so wie Mel schon sagte, dass wir halt in den letzten 3 Jahren bis letztes Jahr Oktober viel im Ausland getourt haben, zweimal auf großer Asien-Tour waren, viele kleinere Geschichten auch noch gemacht haben. Dann natürlich auch in den Clubs und Festivals die ganze Zeit über auch immer waren. Wir haben halt nur veröffentlichungstechnisch ein bisschen zurückgeschraubt. Okay, und da haben die Leute wahrscheinlich automatisch gedacht, Naja, klar. Und wir haben halt irgendwann mal gesagt, so, okay, nach den 8-9 Jahren, jetzt ist mal Zeit, so ein bisschen am Sound auch zu arbeiten, um erwachsener zu werden, mit der Zeit zu gehen und selber vielleicht auch neu zu finden. Und so sind halt diverse Songs entstanden, die jetzt natürlich gerade noch im Schubladen liegen, wo man aber einfach sich auch die Zeit nimmt, um dann wirklich am nächsten Album auch zu arbeiten. Ja gut, ihr könnt ja nicht nur hier ein Hit nach dem anderen oder produzieren, oder? Ich meine, genau. Ist ja schon so. Also es ist schon so, dass eins nach dem anderen ist, wird relativ großer Erfolg. Es wird immer schwer, noch einen draufzulegen. Und das erwarten ja eigentlich die Leute. Ja, eben. Deswegen, ja. Okay. Jetzt seid ihr seit September 2010, habe ich gelesen, bei Sony Music Columbia unter Vertrag. Warum hat sich das geändert? Ist einfach von der Zusammenarbeit her besser? Oder warum habt ihr euch da entschieden? War eben so das Thema, wo ich gerade auch erklärt habe. Also es ist halt in der heutigen Zeit schon, gerade was Major-Plattenfirmen angeht, die schauen natürlich schon in erster Linie mal auf die Zahlen. Und irgendwann ist halt der Reifen bei einem Fahrrad mal durch, dann wechselt man halt mal den Reifen oder kauft sich ein neues Fahrrad. In dem Fall haben wir den Reifen gewechselt und sind von Universal Music eben zu Sony. Und da sind wir jetzt wirklich auch super zufrieden. Also wir haben es gerade am Wochenende wieder erlebt bei einer TV-Produktion in Bulgarien. So entspannt und ein harmonisches Zusammenarbeiten, da merkt man eben einfach, dass auch die Plattenfirma an das wirklich noch glaubt und auch dementsprechend Gas gibt. Okay. Ich habe ja gesagt, am Anfang haben wir reingehört in euren aktuellen Hit Angeline. Der ist im April 2011, also ist er erschienen. Wie läuft der denn an? Wie läuft das gerade so? Also super, wir sind super zufrieden. Also über die ganzen Club- und Dance-Charts, wo wir immer sehr gut performen, waren wir wirklich überrascht mit den ganzen Zahlen. Wir waren Platz 1 bei Musicload, teilweise bei Amazon in der ersten Woche ausverkauft. Das hat uns so keiner mehr so richtig zugetraut, so ist uns das vorkommt. Schon ein bisschen so. Und wenn man halt aktuell mal in die Charts reinschaut, also wir sind halt absolut dominiert von amerikanischen Superstars, von englischen Lady Gaga und was weiß ich, von vorn bis hinten, die haben ja gleich nochmal eine ganz andere Plattform, wie wir halt als regionaler Künstler, also regionaler Künstler meine ich jetzt Deutschland, wir müssen uns halt jedes Mal wieder neu beweisen. Na gut, aber ihr schafft es, oder? Und es geht jedes Mal immer wieder aufs Neue aufwärts. Respekt. Gibt's eigentlich so eine... Ja, ihr seid ja, also Mel, bei dir merkt man das ja vor allem auch, also bei dir natürlich auch, Markus, aber du betonst es ja immer noch so, ihr seid ja eigentlich sehr lebenslustige Menschen, sage ich mal, und seid sehr froh und sehr glücklich darüber, dass das so passiert ist oder so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Gibt es so eine Lebensphilosophie oder so ein Lebensmotto eigentlich von euch? Ich würde mal sagen, ich glaube, das A und O ist Humor. Also man braucht viel Humor und viel Spaß an der Sache. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach wirklich so. Man wird ja immer wieder gefragt, das ist einfach das A und O. Okay. Also ich merke halt ganz oft, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die das ein Jahr mal so im Ansatz so mitmachen, wie wir das jetzt 10 Jahre machen, die dann wirklich total Burnout, fertig und so. Also irgendwas stimmt bei uns zwar nicht. Ja, Also ich glaube, du musst einfach das Reisen lieben, das auch wenig zu Hause sein, gerade auch mit Familie. Okay. Und man muss schon Abstriche machen, aber irgendwie, wenn du das nicht liebst, sondern wenn du das nur aus diversen anderen Gründen, um Ruhm, Fernsehpräsenz zu haben oder irgendwie Geld damit zu verdienen, dann gehst du daran kaputt. Und ich kenne auch viele, die über die Jahre daran kaputt gegangen sind. Mhm. Habt ihr denn im Showbiz auch so Freunde, wo auch Freundschaften entstanden sind, wo ihr sagt, Mensch, oder hat man das gar nicht so? Man hat wirklich seine alten Freunde aus der Schulzeit oder hat man die schon auch? Beides. Eine gesunde Mischung. Also wenn man nette Leute kennenlernt, das ist ja total unabhängig vom Beruf. Natürlich, ja, es gibt Leute, die sich nur deswegen vielleicht an einen irgendwie rantrauen. Aber klar, es sind auch tolle Freundschaften und Bekanntschaften entstanden in den letzten Jahren. Auch unter Künstlern, also das gibt es immer wieder. Weil das kommt ja aufs Menschliche an. Da blendet man das dann auch mal aus. Genau, super. Wir sind fast am Ende. Am Schluss noch kurz, was sind noch die Pläne so für 2011? Was steht noch so an? Gibt es noch was? Auf jeden Fall erstmal ganz viel auf Tour. Sind wir ja immer, seit 10 Jahren. Also seid ihr in der Region auch noch mal hier für unsere Zuschauer? Oder eher heuer weniger?
Also wir waren jetzt sehr, sehr viel in Bayern in der Vergangenheit. Das kommt mit Sicherheit auch wieder rein. Also wie gesagt, wir sind dauernd auf Tour und das, wenn wer Lust hat, aus der Region mal vorbeizukommen, checkt einfach mal kurz die Facebook-Seite. Reise zu machen. Genau. Unsere Tourdates sind immer online auf Facebook oder auf unserer Homepage und dann denke ich mal, wird auch bald mal wieder Ingolstadt oder die Ecke dabei sein. Super. Und Angelina ist jetzt momentan so das letzte Projekt gewesen? Wieder? Also nee, wir arbeiten gerade eben, wie ich auch gesagt habe, haben schon ein paar Sachen noch in der Schublade fürs nächste Album, weil das ist ja mittlerweile so das Ziel, dass man auch wieder ein Album an den Markt kriegt, brauchen dazu jetzt noch eine passende Single und dann, ob es 2011 noch klappt, können wir mal gucken, aber so an den Dreh rum. Wir sind gespannt, wir werden es beobachten. Ja, okay. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen mehr bei euch zu erfahren. Alles, alles Liebe und Gute. Dankeschön. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal mit irgendeinem neuen Hit oder so. Wer weiß. Gerne. Danke. Das war's von uns, liebe Zuschauer. Das war sie, die Redezeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.